Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Factorio hier aus DGM Studio. Mein Name ist Master Schröder und bei uns ist das Chaos. Hallo. Du hast mir doch gesagt, wir haben schon Klippensprengstoff, ne? Ja. Wo haben wir den denn? Da. Der Thompson hat einiges im Inventar von mir. Ah ja. Mhm. Ansonsten, ich produziere hier Sprengstoff. Und aus dem kann man ganz leicht Klippensprengstoff machen. Ah ja. Ich mach dir an, wenn du willst. Wie viel brauchst du? Ja, mach ruhig 10 Stück. Okay. Hast du alles dafür? Stahl und Kohle brauche ich noch zusätzlich. Aber ah, das ja. ist... Na, Kohle ist ja hier. Gut, dann kümmere ich mich nochmal einmal ganz kurz. Hier gucke ich nochmal rund in der Fabrik, ob wir da noch wieder Prozessoren schon fertig haben, die ich schon mal benutzen kann. Voll leer. Ah, das ist aber natürlich nicht so schön. Das musst du mal wieder voll machen, das Kupfer, denn. Ja. Also ich habe noch ein bisschen Kupfer in der Tasche. Ich bin hier schon was. Achso. Ich glaube, blaue Fläschchen haben wir 500 Stück zusammen. Oh, sehr schön. Ja. Wenn du willst, kann ich dir... und den Zuschauern oben die Anlage zeigen, wie die jetzt funktioniert. Mal dann. So. Also. Wir haben 6 Lampen und 3 Sirenen. Ja. Weil wir haben quasi 3 Materialien oben, 3 Materialien unten. Ja. Die sind immer angeordnet. Kupfer, Plastik, Stahl. Das heißt, die oberste Lampe hier ist Kupfer, dann Plastik, dann Stahl. Kupfer, Plastik, Stahl. Und die Sirenen sind auch so angeordnet. Und hinten die Kombinatur noch. Die roten Kabeln von links sind das untere und die grünen das obere. Ja. Und wenn jetzt Kupfer auf 0 ist hier oben im Kombinator, wird die Lampe aktiv gemacht. Ja. Und die obere Sirene geht an. Die oberste. Ah ja. Und dasselbe mit unten, nur das sollte die Lampe angehen. Das heißt, wenn wir jetzt zum Beispiel Stahl rausnehmen, sieht man, weißes Licht, also graues Licht ist Stahl. Mhm. So, wenn wir jetzt und hier unten kommt Kupfer der Alarm rausnehmen. Kupfer leer. Unten Stahl kommt ein Alarm mit Text. Ah ja. So. Und wenn du alles rausnimmst? Dann kommt alles. Ah ja. Sehr ekelhaft. Alles kommt. Ja. Schön. Was ich mir überlegt habe, ist, vielleicht sollte ich noch ein Power Switch vor die Sirenen machen. Warum? Dass man die auch abschalten kann. Na gut. Andererseits könnte man einfach eigentlich drinnen auch umschalten. Quasi. Dass wenn das Signal kleiner 1 ausgegeben wird. Hm. Oder so. Weil es wird nur 1 ausgegeben, wenn voll ist. Mhm. Ja. Okay. Ich habe gleich 20 Klippensprengstoff, du kannst dir 10 davon gerne rausnehmen. Also es dauert noch kurz. Ja. Lässt er mich schon in seinen Taschen wühlen, weißt du? Dann hat er aber mal das da drin. Gesagt. Ja, ja, vielleicht hast du wieder ein Loch in der Tasche drin, was? Kleines Ferkel, du. Ferkel. Ja, ja. So. Was wie ja. Ja, ja heißt, ne? Du weißt schon was.
Ja, ja. Ah, okay. Irgendwie werde ich immer verarscht von allen Leuten. Ich weiß auch nicht, wie das immer kommt. Wie das passieren kann. Ja, das weiß ich auch nicht. Ach nee. Aber was fehlt euch jetzt hier? Euch fehlt Stahl. Oh, das ist natürlich nicht schön. Ja, ich glaube, wir müssen dann noch bald eigentlich die Stahlproduktion quasi am Mainbus hängen. Ja, man müsste so vieles machen. Man müsste so vieles an den Mainbus hängen. Aber lass jetzt erstmal, also wir machen jetzt bis wir genügend grüne, gelbe Fläschchen haben, machen wir das mal so. So, 72 haben wir schon. Jetzt nehme ich mal die nächsten da raus. Das sind nochmal 96 dazu zu 72, also wir sind schon auf einem guten Weg. Aber ich brauche nochmal grüne Chips ohne Ende und rote Chips und also hauptsächlich grüne Chips. Brauchen wir gerade eigentlich viel Stein oder kann die neue Steinmine noch warten? Bis das kann noch warten. Okay. Das Einzige, wo wir Steinbauern brauchen momentan, ist für die Forschung Militär. Und ja. Okay. Ansonsten brauchen wir erstmal keine Steine. Es sei denn, du möchtest noch ein paar Straßen legen oder keine Ahnung. Oder möchtest vielleicht mal Beton herstellen. Oder möchtest Beton herstellen, damit wir Betonstraßen machen können oder so. Naja, wir haben Straßen bis nach ganz oben dabei und. Straßen bis nach Meppen. Hab ich nicht jetzt eben gerade da. Mann. So, aber ich wollte noch mal ganz kurz dafür sorgen, dass wir noch ein bisschen mehr Strom aus Solar bekommen. Deswegen brauchte ich. Achso, wo ist denn mein Klippensprengstoff? In meiner Tasche. Ja, super. Wo bist du? Ich bin der rote Punkt. Ich bin bei der Stahlproduktion. In der rote Punkt? Ja, stimmt ja. Ja, klar, logisch. Wie so eine anständige Maser. Einfach ein roter Punkt. Ich werde es gleich kaputt machen. Tja. Falls du Electric Trills irgendwann brauchst, ich habe welche im Inventar, weil ich quasi die... Was brauche ich? Elektrische Bohrer. Mining. Aber habe ich doch selber eine Tasche. Okay. Ich wollte es nur sagen, weil ich... Habe ich 18 Stück von in der Tasche. Die nicht mehr abbauen, die habe ich gerade aussortiert. Hey, sammelt. Jo. Ein kleiner Sammler. In Fachkreisen von Hasen auch anders genannt. Kupfer ist fast weg. Sehr schön. Kupfer ist fast weg. Ich hatte die Möglichkeit, bei jemandem im Livestream zuzugucken, der Automation Empire spielte. Mhm. Wenn ich mich nicht ganz täusche, kommt diese Folge am 21. raus. Wenn ich mich jetzt. Ist die dritte Folge, ne? Ja. Oder 23. Warte mal, die müsste auf den Samstag rauskommen, ne? Egal. Auf jeden Fall ziemlich nah am oder um das Release-Datum von diesem Spiel herum. Ich glaube, es soll am 20.11. rauskommen. Okay. Gesetzt den Fall, dass es schon rausgekommen ist, weil welchen haben wir heute? Heute ist der 15. Ja, dann wird es schon rauskommen, weil dann drei Folgen weiter, dann sind wir ja nächste Woche Samstag, ist ja dann der 23. Dann wird es schon da sein. Dann werden wir das hier auf dem Kanal auch spielen. Ah. Die Frage ist, ich glaube, es hat noch keinen Multiplayer. Okay. Aber das werden wir auf jeden Fall dann mal machen. Und wir wollten ja, und das weiß ich nicht, ob das schon stattgefunden hat, da müssen wir jetzt natürlich wieder arg an den Vergangenheitsaufnehmer und so. Keine Ahnung. Wir wollten ja noch dieses mit dem Train, nee, wie heißt das? Unrailed? Train. Unrailed, ja. Unrailed wollten wir ja noch machen, ne? Ist ja ein süßes Spiel. Ja. Da wollten wir aber auch mit unserem Mr. Unzuverlässig. Ja, weil das Spiel macht einfach zu dritt
mehr Sinn als zu zweit, finde ich. Ja gut, zu zweit sind die Folgen relativ klar definiert, ne? Ein Versuch, bis nichts mehr geht. Ja, aber das kann dir bei drei auch schnell passieren. Und dann immer versuchen, immer weiterzukommen, vielleicht eventuell mal gucken. Man kriegt ja mal einen neuen Seed, also das kann man, das ist ja variabel, wenn ich das richtig verstanden habe, ne? Ja. Also die Karte ist ja nicht immer gleich. Das ist ja schon mal gut. Der Seed kann ja dann sogar von den Zuschauern quasi nachgespielt werden. Ja, wenn man veröffentlichen oder wenn ich ihn zeige. Ich finde, das kann ja nicht schaden. Nee, das stimmt. Aber da müssen wir halt dran denken dann, ne? Aber standardmäßig werde ich da nicht dran denken. Davon ist man auszugehen, dass ich das jetzt erstmal nicht bedenke. Mhm. Gut, so, dann habe ich jetzt hier schon mal wieder noch ein paar mehr von den Solarpanels, die uns dann Leistung bringen. Schön. Hingestellt. So. Das Feld hier, das kann auch noch richtig groß werden. Ich glaube, ich brauche noch ein paar mehr Klippensprengstoff. Ich habe noch 10. Wenn du noch mehr brauchst, kein Problem. Kein Problem. Du machst das gerne, ne? Brennstoff produzieren? Ja. Ja. Ist wie die Kettensäge, ne? Kettensäge. Naja, einen bräuchte ich vielleicht noch. Aber erstmal nicht. Das dauert noch ein bisschen. Okay. Gut. Schön. So, wir haben für mehr Strom gesorgt. Dann gucken wir jetzt noch mal ganz kurz, wie weit die Produktion oben von allem ist. Wir brauchen ja jetzt grüne Chips und rote Chips überall ein bisschen. Da müssen wir die Produktion gang halten. Oder baust du jetzt solche Alarme auch für die anderen Produktionen? Kann ich dann machen. Ich bin gerade nur an alte Anlagen mal wieder aussortieren. Alte Anlagen aussortieren? Ja, weil die alte Schmelzanlage für Eisen, die eine brauchen wir nicht mehr. Brauchen wir nicht mehr? Nein. Ach ja, warum das nicht? Weil... Also nur den einen Strang noch, weil der andere Strang wurde gar nicht mehr... Also sie wurden beide nur halb bedient. Das heißt, bei jedem ist nur irgendwie ein Viertel der Maschinen gelaufen. Das heißt, da ist nicht mal mehr allzu viel Eisenerz da, ja? Ja. Naja, das ist natürlich schade, ja. Das ist natürlich ein massives Problem, das müssen wir lösen, ja. Naja, wir haben ja den Mainbus mit dem großen Eisen. Ja gut, aber wir müssen dann irgendwann lösen, dass wir die Kisten, die wir für uns haben, halt quasi, ne? Noch ein bisschen. Ja, ich meine, die werden sich jetzt noch ein bisschen füllen, das ist kein Problem. Ja. Aber... So, hier brauche ich erstmal nicht. Hier brauche ich... Wirklich wenig Eisen. Ja. Den Stahl kann ich auch noch verteilen wieder. Aber hey, wir verbrauchen dann weniger Kohle. Was ich noch machen könnte, ist, ja. Ich könnte, weil wir ja den Mainbus 4 Eisen haben, aber mit 3 Eisen jetzt nur reingehen. Also ich könnte da quasi noch so einen Strang ranbauen. Ja. Das wäre kein Problem. Okay. Wenn du das sagst. Soll ich das machen, oder? Das ist ein Zufall. Ja. Ich meine, der Mainbus ist zurzeit nie leer. Nee, also momentan, also eigentlich brauchen wir es momentan nicht. Also wir sollten uns jetzt darauf konzentrieren, dass wir die gelben Fläschchen jetzt so relativ schnell hinkriegen. Das heißt, dass du dann deine... dieses weiche die Material da gut produzierst. Eigentlich würden 2 Stränge gerade reichen. Weil quasi 2 zur Hälfte laufen und einer fast ganz. Okay. Nur so, dass du auch ein Vergleichswert hast. Hm. Macht mich jetzt gerade nicht glücklich, aber auch nicht traurig. Also von daher alles gut.
Alles gut. So, mein lieber Knut. Okay, okay. Ja, doch. Kann ich dann die, die Kohle nicht da eigentlich auch abbauen? Dann müssen wir mal sein leichtes Material hier hinten mal ausleeren. Oh, super voll. Dann schmeißen wir das noch mit damit rein und dann haben wir noch ein bisschen was bei gelben Fläschchen schon wieder. Das ist schon mal ganz cool. Dann haben wir nämlich schon wieder, jo, also dann dürften wir jetzt so ein bisschen was schon mal zusammenkriegen dort. Den Professor halt nochmal mit mopsen. Halt, ich gerade zwei neue Krieger, die nehme ich noch mit. So. Meißeln hier gleich rein. Gut, sehr schön. Also das läuft jetzt erstmal nochmal wieder hier. Da die Produktion läuft, die Produktion läuft, die läuft. Die läuft nicht. Und die leuchten auch nicht, weil keine roten Chips drin. Naja, gut. Blauflächen ist jetzt aber auch gerade nicht die wichtige Komponente. Da haben wir dann erstmal genug für den Logistikroboter. Logistikroboter. Die würde ich dann eher mal in die Prozessorfabrikation schreiben. Schieben noch mit. Die roten Chips hier. Damit hier ordentlich Prozessoren kommen. Ah ja, ich habe noch wieder zwei. Nehmen wir mit. Jo. Du könntest dir ja schon mal... Ich bin gerade am Base aufräumen quasi. Ja, warte mal ganz kurz. Ich guck gerade. Du könntest dir ja schon mal Material zusammensammeln. Oh, da brauchst du, warte mal. Dann räumen wir die Base weiter auf. Kommst da so, komm mal, wir kommen da so einfach noch nicht dran. Das, was ich jetzt vorhatte. Okay. Was du da könntest. Und zwar hatte ich eigentlich auch vor, dass du schon mal ein paar Roboter-Hangare baust. Dafür brauchst du aber jede Menge rote Chips, die müssen jetzt produziert werden. So. Okay. Weil dann könnte man nämlich schon die ersten Roboter-Hangars aufstellen und mal gucken, wie weit die Ausleuchtung ist davon. Ich weiß gar nicht, ob wir eine größere MK kriegen, ich glaube nicht. Dass wir dann unser Produktionsnetz ein bisschen dem anpassen, so. Mhm. 200 gelbe Fläschchen haben wir schon, das ist schon mal sehr gut. Also wir sind auf dem halben Weg, sind wir schon. Bzz, bzz, bzz. Jetzt gehen sie hier wieder alle los, die ganzen Forschungsteile. Und forschen schön an den physischen Projektilschaden. Und dann, das wird natürlich toll. Also ich freue mich schon auf die Roboter, da muss ich ehrlich sagen. Weil dann sehen wir erstmal Roboter fliegen. Also, was machst du denn jetzt? Ja, die letzten 30 Steine einfach abbauen. Alter, Racker. Ein Steineklopfer. Oh. Hab das gesehen, er ist ein Steineklopfer. Da ist was leer. Kupfer. Ja, das kann einem passieren, sowas. Dass einem mal einfach das Kupfer ausgeht. So, dann schmeißen wir hier noch ein bisschen was rein davon. Dann haben wir schon wieder 60 Fläschchen. Sehr schön. Ist mein Inventar ist noch fast voll. Brauchst du den Kupfer? Abbauen von den Kohleförderbändern. Ist halt... Geht weiter. Sehr schön. Oh, sehr schön, sehr schön, sehr schön. Oh, das ist schön. Wir sind auf einem guten Weg. Wenn ich das mal so anmerken darf. So, dann nehme ich jetzt noch mal ein paar Strompaneele, die ich da umgebaut habe. Wie ist da die Grundversorgung? Ich hatte ja hier so überall so Strommasten von unten bis nach oben durchgezogen. Ja.
Und. Sind hier welche? Nein, die wurde irgendwann anscheinend zerstört. Und okay. Die war dann gegeben durch die Fabriken noch. Ah ja, das hast du abgeklemmt da oder was? Aber jetzt, weil die Fabriken nicht mehr existieren, ist die und die natürlich auch nicht mehr. Sachen gibt's. Die jetzt, gibt's ja gar nicht. Das ist halt einfach nur, falls die Aliens irgendwo unseren Stromstrang außen zerstören, dass nicht der ganze Stromkreis außen zusammenbricht. Warum sollten die Aliens denn sowas machen wollen? Ja, weil sie auch Strom wollen. Abzapfen. Meinst du? Ja. Wozu brauchen die denn Strom? Meinst du, die müssen ihre komischen Hütten da beleuchten? Na sicher. Okay. Na gut, wenn du das sagst, glaube ich dir das natürlich, ne? Mhm. Gut, gut, gut. So, da runter, hier hin, dahin. Ah ja. Ich habe noch mal ein bisschen Licht bei den Fabriken gemacht. Ah ja, ein Kupfer mehr. Gut. Licht bei den Fabriken, das ist immer wichtig. Das ist auch wirklich, also das ist was ganz Wichtiges. Das vergesse ich immer zu bauen. Und eigentlich ist das, gerade für die Aufnahmen ist das wichtig, damit überall Licht ist. Damit die Leute auch was sehen. Aber, soll ich dir was sagen? Wir wollen die Rakete fliegen sehen. Auch. Aber nicht mehr in dieser Folge. Du hast mich schon echt gut abgerichtet, oder? Ja. Manchmal klappt's. Und das ohne, dass ich dir Süßigkeiten geben muss. Das funktioniert bei Frauen ganz gut. Kannst du ja mal ausprobieren, vielleicht eventuell am Wochenende. Du kannst Frauen mit Süßigkeiten trainieren. Also du musst natürlich wissen, welche Süßigkeit sie gerne isst, ne? Alle? Ja, das ist ja dann einfach. Na, da kann man sie sehr gut trainieren. Okay. Ja. Immer wenn sie was richtig machen, ihr dann was Leckeres geben und so, ne? Wenn sie was schlecht machen, musst du sie halt mit Wasser abspritzen oder so, damit sie dann... Gut. Kommt sicher gut. Danke für deine Tipps. Ja. Ich hoffe, sie hört das jetzt gerade nicht. Wenn ich wieder Single bin nach dem Wochenende. Weiß ich Bescheid, woran es lag, hä? Ja. Alles klar. Erzählst du ihr davon, dass wir uns über sowas unterhalten? Ja, schon. Und, was sagt sie dazu? Du musst du meistens auch lachen. Okay, dann geht's ja. Also. Nicht, dass sie mich nachher noch verteufelt und sagt, was ist denn das für ein Doofi? Na, vielleicht macht sie das ja schon. Na, das weiß ich nicht, das stimmt. Gut, okay. Aber die Folge ist trotzdem zu Ende. Das war eine Runde Factorio hier aus DGM Studio. Wir wollen die Rakete fliegen sehen, das Chaos war bei uns. Die Aufnahmesession ist jetzt beendet. Genau. Das ist auch schade, aber wir spielen dann nächste Woche weiter. Und ich hoffe, euch hat es Spaß gemacht. Wenn ja, könnt ihr gerne ein Like da lassen und ein Abo. War noch irgendwas? Nicht, dass ich wüsste. Ja, dann muss man Tschüss sagen, nicht? Jo. Tschüss. Tschüss.